Ficken. Ficken. CoinGecko. Ethereum. Warte, muss Spezialeffekt aktivieren. Ui. Falscher Spezialeffekt. Ui. 1670. Kostet Ethereum. Ist ordentlich am Pumpen. Hier, der Widerstand, ob wir den knacken. Jetzt kommen diese ganzen Pisser und sagen, oh, Ethereum pumpt, pumpt, pumpt. Ist mir scheißegal, ob der Ethereum pumpt. Ganz ehrlich, dadurch, dass Ethereum jetzt pumpt, und das ist die größte Kritik, die ich jetzt momentan an Ethereum verspüre, und solange sich daran nichts ändert, ist Ethereum für mich eine nutzlose Technologie. Warum ist Ethereum für mich eine nutzlose Technologie? In letzter Zeit bin ich so in diesem ganzen kostenlos Minten, also diese ganzen Free Mint NFTs. So, schaut mal. Waren kostenlose Elefanten kosten jetzt 1 Euro. Karotten kosten auch irgendwie 1 Euro. Bleib, jetzt habe ich mein Bart gefressen, ey. Muschihaare im Gesicht, ey. Jetzt muss ich an harte Muschis denken. Diese Katzen hier, auch so um 1 Euro rum. Das ist genau das Problem. Du hast ein Produkt, kostenloses, willst eine Community aufbauen, sagst, ey, ihr kriegt ein kostenloses NFT, tutti frutti, dann kommen die Gasfee. Dann kommen die Gasfee wie so ein riesengroßer Schwanz, der einfach mal dir so ins Gesicht schlägt, dann so eine Hand, wo deinen Augen kommt und sagt, ey, Jo, 30 Euro bitte. Hat Spaß gemacht. Es kann doch nicht sein, dass eine Technologie so unzugänglich wird durch die laufenden Kosten. Stell dir mal vor, hier, Smartphones, du müsstest in der WhatsApp, ja, hier, WhatsApp, Telegram, was auch immer, oder E-Mail, diese Standard 0815 Kommunikation jetzt im 21. Jahrhundert. Pro Versenden der Nachricht deine 10 Cent zahlen. Oder deine 30 Cent zahlen. Hatten wir mal vor 20 Jahren gehabt. Hat man SMS genannt. Oder hat man immer noch Briefe. Da bezahlt man irgendwie diese 80, 90 Cent, damit man einen Brief irgendwohin verschickt. Hier müsste ich um eine Transaktion, um ein Prozess einzuleiten, auf Ethereum 30 Dollar wieder zahlen. Und wenn Ethereum steigt, freuen sich natürlich die Investoren, freuen sich natürlich die Leute, die das halten, freuen sich natürlich die Leute, die das günstig gekauft haben. Aber es bringt niemanden was. Es bringt niemanden was, wenn diese Technologie nur von den Menschen genutzt werden kann, die bereits vor 7 Jahren oder 5 Jahren in Ethereum investiert haben, da ihre 100 Ether oder ihre 1000 Ether liegen haben. Das ist nicht unser Level. Das ist nicht das, wo wir uns befinden. Ich mache Content für Leute, die mit Krypto erst anfangen, die in Krypto einsteigen wollen, die mit Krypto was Neues lernen wollen, die mit Krypto vielleicht auch zu Geld kommen wollen, die vielleicht auch Krypto erleben wollen. Das kann ich nicht mehr guten Gewissens empfehlen, diese ganzen Kack-Freemints. Ich habe die letzten 2, 3 Wochen habe ich diese Freemints mitgemacht, guten Gewissens. Ich habe gesagt, ey Jungs, geht mal, installiert euch mal MetaMask. Hast du dann dein 30 Euro draufgeknallt? Mein Gott, 30 Euro sind mittlerweile auch 3 Bier in einem Pub, vielleicht 4 Bier. Ja, das kannst du dir auch mal gönnen, um eine neue Technologie kennenzulernen. Dann kannst du an deine NFTs rankommen, hast du dann pro Interaktion deinen 1 Euro, 2 Euro bezahlt, das Ding dann behalten, was der Geier was. Aber ich kann doch jetzt nicht anfangen, irgendwie über Freemint zu reden, während eine Scheiß-Fick-Transaktion 30 Dollar wieder kostet. Um das nochmal vielleicht anders zu sagen, es ist useless, was hier auf OpenSea mit den NFTs passiert. Und diese ganzen Pisser, die mir jetzt mit Board, Yacht, Yap, Fick, bleibt kackende Affen auf ihrer Yacht
machen, ja, erzählen, wie geil das ist. Damals hat ja der Bordjacht abklappt, Black Thekenamanakäum, ja, hat irgendwie 20, 30 Euro gekostet, keine Ahnung, 300 Euro, jetzt kostet 300.000, ja, geil, das ist Zocken. Und ich will davon wegkommen. Ich will nur Leuten sagen, okay, fang doch mal an mit einer Technologie. Fang dich an, damit zu beschäftigen. Und es kann nicht sein, dass die Preiseinstieg so enorm hoch ist. Du kannst doch nicht einem Menschen, der nach seiner Nachtschicht um 7 Uhr morgens nach Hause kommt, ja, sein Brass auf seinen Kollegen hat, sein Brass auf seinen Chef hat, mich anguckt, um sich ein bisschen abzureagieren. Ja, um einfach zu gucken, was gibt's hier Neues? Wo kann ich meinen hart verdienten 1 Euro reinstecken? Weil mit 1 Euro lässt sich nirgendwo reinstecken. Du musst die vorher irgendwo reinstecken, damit du da draußen einen Fuffi hast oder einen 80er hast oder einen Huni hast. Ich kenne die momentan die Preise der freischaffenden Bordsteinkünstler, nee, Künstlerinnen nicht. Übrigens, Stichwort Feministin, die gegen Prostitution sind, reduzieren die Frau alle solche aufs Ficken. Und sehen sich im Wettbewerb mit Prostituierten. Eine Frau ist viel mehr als nur Ficken. Wer eine Frau aufs Ficken reduziert und ihr seine und ihre seine, was der Geier was, Weiblichkeit in Konkurrenz sieht oder durch die Gesellschaft beschädigt, hat einen beschissenen Knacks weg. Frauen sind nicht nur zum Ficken da. Sie sollen auch kochen, aber nach. Wie geil! Aber darum geht's, meine Lieben. Solange Ethereum das nicht in den Griff bekommt, solange Blockchain das nicht in den Griff bekommt, möglichst für alle komfortabel und günstig zu sein und einen Mehrwert zu bieten, ist es alles einfach nur Spekulationsblasen. Das sehe ich bei Bitcoin, das sehe ich mittlerweile auch bei Ethereum, weil Ethereum schafft es einfach nicht, günstig zu werden. Aber es gibt noch andere Alternativen. Aber da den Zugang zu Free Mints zu bekommen, ist halt super schwierig. Da muss man echt den Leuten ihre Kackhämorrhoiden rauslecken. Oh, das hast du gut gemacht, Roman. Hier hast du ein Whitelist. Hier kannst du kostenlos minten. Danke fürs Rosetten auslecken. Ich meine schon mal eine Glatze da, ja, Mama, sieht man ein bisschen. Ah, schwierig, schwierig. Wir bleiben dran. Es gibt ja nicht nur Ethereum. Es gibt andere Technologien, die geil sind. Solana zum Beispiel. Ja, gute, günstige Transaktionsgebühren. Aber die Infrastruktur und die Menge an den Projekten ist nicht vorhanden. Also muss man da irgendwie, wie auch immer geartet, die Projekte unterstützen. In der Infrastrukturen schaffen, wo die Leute da einen guten Zugang zu haben. Ohne 30 Euro zu verlieren oder irgendjemanden ununterbrochen die Rosette auszulecken. Bleiben wir dran. Ist ernüchternd. Aber das ist mein Fazit für Freemans. Und zu Ethereum. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen amüsieren.
Ich muss das alles verdauen. Ich muss mich neu sortieren. Weil so kann ich keinen Content machen und Leuten guten Herzens was empfehlen. Ah, Backe.